Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Ja. Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann, würdet ihr das glauben? Ja. Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Die Technologie kam also nicht auf, aus Rapture. Der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie... Der Festplatz. Bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger. Hatten nicht mal ordentliches Gerät dafür. Bevor Fink die Skyhooks rausbrachte, hat sich mehr als einer bei einer Fahrt den Hals gebrochen. Die Vox Populi geht um. Wer gebietet ihr Einhalt? Hey, Sie, geschickt mit dem Gewehr? Natürlich. Möchten Sie Columbia einen Dienst erweisen? Zeigen Sie Ihr großartiges Können. Jagen Sie Daisy Fitzroy und die üblen Schurken der Vox Populi. Treffen Sie die Ziele. Holen Sie Punkte und Preise. Ja, mach ich mal. Du hast 30 Sekunden. Schieß auf die Punkte. Treffe Daisy Fitzboy für Bonuspunkte. Hier haben wir einen mutigen. Also, schießen Sie auf die Box, wenn Sie erscheinen. Treffen Sie genug, winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzboy erwischen, lege ich noch was drauf. So. Nicht schwer. Zweiter Platz. Silver Eagles nehmen. Die Mausempfindlichkeit ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber ich versuche es nochmal. 20 Punkte brauche ich. Genug, winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Oh, noch zwei. Ja! Schafft! Sauber! Geldbörse nehmen! Danke! Endlich wieder ein bisschen mehr Geld! Moment! Wenn ich die Mausempfindlichkeit ein zurückstelle, ist es schon wieder zu langsam. Nehmen dann ein eigenes Voxophon auf. Voxophone, Voxophone, hören Sie heute, was Sie gestern sagten. Voxophon benutzen. Sagen Sie etwas, Freund. Was ist ein Voxophon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät.
Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Na, zum Glück. Für sowas zahle ich nicht. Hot Dogs! Hot Dogs! Alexander Hot Dogs! Kolumbias Beste! Jeden Cent wert! Extra heiße Hot Dogs! Kolumbisch wie die Skyhawks! Die Wunder an Fortschritt und Wissenschaft, die wir schon erlebt haben. Bald schicken Fink und Lotes Menschen zum Mond. Wäre das nicht verrückt? Mondmenschen. Das dauert aber noch 57 Jahre, bis jemand auf dem Mond ist. Schon mal benutzt? Oh Gott, nein. Ich schon. Lügner. Doch, hätte mir fast die Fenster weggepustet. Ein elektrisches Pferd. Noch so ein Schießstand. Du hast 40 Sekunden. Schieß auf die Vox, auf den Skylines. Schrotflinte. Guter Mann. Jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Vox vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Wieder 20 Punkte. Seht euch diesen Burschen an. Noch vier. Ah. Sie haben es verdient. Nochmal. Kostet ja nix. Halten Sie den Versuch. Guter Mann. Jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Für den dritten Preis gibt's Zigaretten. Ja, super. Hilfe habe ich schon. Zwei auf einmal. Yeah. Vielleicht habe ich die $100 geknackt. Ach, hier war ich ja schon. Das ist auch schon wieder sowas. Hier kriegst du gleich so eine Kraft. Und dann ist es für Boca wie normal. Also dass das nichts Neues ist. Aber gleich, während des Spiels, kriegt man bestimmt wieder irgendwie Elektrobolt oder sowas. Und dann ist es wieder was ganz Neues für ihn. Also da hätte man da jetzt schon die Sequenz nehmen können, dass er sich so aufregt. Was ist hier los mit meinen Händen? Junger Mann, junge Dame, beschütze die Frau und das Kind. Soll etwas gehoben, gelüft, geworfen oder umgestürzt werden? Nein, ich mach's nicht. Sie, Sir, oder Sie? Gentlemen, wer erhebt die Waffe gegen diese abscheulichen Heiden? Seien Sie ein Held und gewinnen! Verkaufsautomat. Wer hat denn jetzt bitte schon $375? Oder kommt man häufiger zum Jahrmarkt zurück? Geschickt mit dem Gewehr? Möchten Sie Columbia einen Dienst? Ich habe den ersten Preis ja schon gewonnen.
Liebe Firma mit den Wetterman Auto Buddies. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Soll das hier der Big Daddy sein? Sozusagen. Treten Sie näher und bestaunen Sie das achte Weltwunder. Er ist groß, er ist kraftvoll, er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Es ist ein echter Mensch. Da schlägt nämlich ein Herz. Den kennt man ja auch schon aus dem Trailer vom Spiel. Kommen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Ach so, war vorher ein kranker Typ. Und nun ist er wieder fit. Treten Sie näher und bestaunen Sie das achte Weltwunder. Er ist groß, er ist kraftvoll, er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Stadt. Who needs the Power Company? Shock Jockey. Fucking Bonko. Das, was wir vorhin hätten kaufen können, wenn wir mehr Geld gehabt hätten, schon. War schon mal gesehen? Er wirkt zu traurig. Traurig? Wenn man so stark ist, wieso dann traurig sein? Der fühlt sich halt nicht wohl. Treten Sie näher und bestaunen Sie das achte Weltwunder. Er ist groß, er ist kraftvoll, er ist da ist ihm die Stärke egal. Er ist jetzt ein Außenseiter. Wer nimmt ihn so noch mit ins Restaurant? Telefon Sie nicht mit Ihrer Liebsten verbunden? Tja. Holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Jede Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Wir nehmen mal eins. Wenn es kostenlos ist. Kommen Sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Press to turn machines into allies. Drücke rechte Maustaste, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? Jetzt haben wir unsere erste Kraft. Ach, und da geht's weiter. Gehen wir nochmal hier hoch. Vier Geschmacksrichtungen? So viele? Was ist so falsch an Vanille? Eiscreme. Ach so, Versuche beim... Da müssen wir Beherrschung verwenden. Ist aber mein einziges Laster. Benjamin Franklin. Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Ja. Ja, machen wir da jetzt gleich. Machen wir jetzt. Ah, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Ja, sonst hätten wir ein Ticket ziehen müssen. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf? Oder Zahl? Alle werfen Kopf. Vielleicht treffen wir jetzt die Zahl. Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Was ist das denn?
Hier auch schon alle Kopf, 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 Kopf. Der Songbird. Da ist ein kleines Plüsch vom Songbird. Den gab es ja auch als Statue in der Songbird Edition vom Bioshock Infinite. Schokoriegel. Silberigel. Dollar. Warum nennen sie es nicht einfach Dollar? Verkaufsautomat. Yeah. Gesundheitskit. 20% kostet 14 Dollar. Ein Gesundheitskit mit 80% 36. Also wie viel teilt? Salze haben wir keine mehr. Kaufen wir uns erstmal. Ah, wir sind ja komplett leer. Dann holen wir uns ein 100% Salzkit. So ein Salzstreuer, einfach mal auf Ex. Eine Dame mit Salzpferde! Das gefällt mir! Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mensch, oh. Du bist wieder mal unmöglich. Nun, leider muss ich gestehen, ihr seid nicht mein Geschmack. Ihr seid pottenhässlich. Kenntnisse. Kopf durchsuchen. Singt ein Loblied auf Songbird, denn er ist der Beschützer des Lands. Songbird beschützt also Beth. Na, super. Dann haben wir Songbird die ganze Zeit während des Spiels hinter uns. In Bioshock 2 gab's Big Sisters. Jetzt gibt's einen großen Vogel.